Hallo zusammen, hier ist wieder euer Channel und heute bin ich wieder für euch hier ein Liedchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen EP-Trick zeigen, denn es ist im Moment ja das Sonnenwendfest, das ja knappe 2 Wochen geht. Und während des Festes kann man sich hier ein bisschen extra EP holen. Und zwar natürlich zum einen, das kennt wahrscheinlich schon jeder, hier durch diese lustige Stange, die in den Hauptstädten ist, wo man dann quasi so ein bisschen rumwirbelt, wie ich hier gerade. Und dann hier diesen Stack hochbastelt mit 10% mehr EP. Gibt es auch beim Dunkelmond-Jahrmarkt und bei vielen lustigen anderen Events. Das ist aber hier nicht der kleine Trick, sondern Blizzard hat hier extra EP eingeführt bei dem Frostfürst Nahun. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es vielleicht schon 1-2 Jahre drin ist. Wenn dem so ist, Schande auf mein Haupt oder Asche auf mein Haupt, so heißt's, dann wusste ich das ehrlich gesagt nicht. Vielleicht habe ich auch in der Zeit keine Twinks gelevelt. Das wurde mir vorhin von einem Kollegen gesagt. Und ich habe das schon mal mit 1-2 Chars ausprobiert und ehrlich gesagt bringt das ganz gut EP für die Zeit, die man quasi hier in dem Dungeon verwendet. Und zwar habt ihr gesehen, ihr meldet euch einfach an. Einmal hier für den Frostfürsten. Ihr könnt auch euch als Tank anmelden, wenn ihr kein Tank seid, und als Heiler, wenn ihr kein Heiler seid. Also der Boss ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Ihr solltet halt bloß gucken, dass ihr einigermaßen zügig reinkommt. Ich habe jetzt hier mal als Tank gequeued. Der Char ist auch Tank. Mittlerweile Stufe 62 und mit dem konnte ich mich anmelden. Ich glaube, den Lowsten, den ich angemeldet habe, der war 35 war das. Also ich nehme mal an, man kann hier anmelden, sobald man Instanzen betreten kann, also mit 15. Ihr könnt mir das ja gerne in die Kommentare schreiben, ob dem so ist. Ich habe leider keinen Char, der so low ist. Mein Lowster, wie gesagt, 35. Und mit dem konnte ich auch schon queuen. Also spricht da eigentlich nichts dagegen. Wir können hier unten mal ein bisschen meine EP-Leiste im Auge behalten. Ich bin im Moment bei 233.000 von 300.000 EP. Also, ja, sprich, aufs Level-Up wären es etwa ein bisschen weniger als 70.000. Wahrscheinlich so 68.000 so im Drehraum. Oh, wir sollten vielleicht den Sound anmachen. Also als allererstes müssen wir den Dude hier besiegen und ich scheine eine Gruppe zu haben, die relativ low ist mit dem Damage, oder? Sonst stirbt er nämlich. Also die letzten 3 Mal, wo ich hier drin war, war der Typ instant tot. Jetzt hoffen wir mal, dass wir dennoch das Ganze schaffen, ohne dass wir 2 Phasen haben. Und zwar, sobald hier der Boss auftaucht, kann man natürlich den Boss angreifen. Macht aber wenig Sinn, weil der Boss ein Schild hat. Ich kann den nochmal kurz anklicken. Also der Boss hat ein Schild, der kriegt 90% weniger Schaden. Also den Boss anzugreifen, kann man machen, ja. Aber bringt nicht sonderlich viel. Zusätzlich kann man noch als Melee nicht ranlaufen, weil der knockbackt ein. Ich bin da vorher mit meinem Palatank, also irgendwie, der ist so 35 gewesen, rangelaufen. Und der ist dabei krepiert. Und so wie ich das gesehen habe, hat man wesentlich weniger EP gekriegt. Also ich habe, ich glaube, nur die Dungeon-Abschluss-EP gekriegt, aber nicht die Mob-Kill-EP. Zumindest glaube ich das. Der hat nämlich wesentlich weniger gekriegt als die anderen Mobs. Deswegen würde ich euch raten, tryhardet hier nicht. Weicht dem Shit hier aus mit dem Loacher, weil ihr sterbt, könnt hier doch relativ leicht sterben, auch als Tank. Und ja, meines Erachtens bekommt ihr dann weniger EP und da, deswegen seid ihr hier drin. Oh, warte mal, vielleicht laufen wir da jetzt nicht gerade rein. Und gucken mal. Also eigentlich geht es nicht so lang. Es spawnen halt hier ein paar Wellen von Mobs und nach, weiß ich nicht, nach 2 Minuten oder so in etwa, würde ich jetzt mal schätzen, ist der Typ halt, taucht er ab und dann kann man sein Herz angreifen. Und wenn man das Herz killt, ja, dann hat man ihn gekillt. Und um das Ganze hier effizient zu gestalten, sollte man ihn in einer Herzphase töten. Wenn man natürlich mehrere Herzphasen braucht, wenn man zu wenig Schaden hat, ist es blöd, weil da muss man halt dieses 2-Minuten-Event ein zweites Mal spielen, das zieht sich dann halt, ne? Und ich habe jetzt halt auch vor, mit möglichst vielen Twinks das täglich abzugrasen, denn das könnt ihr nur einmal am Tag machen. Also das ist hier quasi eine Daily, auch den Sack kriegt ihr nur einmal am Tag, da sind auch die Items drin, die wir quasi hier für das Event brauchen. Da gibt es auch eine Quest, die man übrigens raus kriegen. Oh, jetzt ist er untergetaucht. Und zwar, jetzt seht ihr, der gefrorene Kern, und ich hatte gesagt Herz, aber es ist ein Kern, ist egal. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir gut Damage haben. Also ich mache natürlich mit dem Low-Leveler jetzt nicht den krassen Schaden, ja, aber es ist natürlich gescaled. Aber ich glaube, das müsste reichen, ja. Schauen wir mal, meine Teammates, die hauen rein, das sind ja auch hier lauter 110er, oder? Ich bin da, nee, das ist auch ein Low-Leveler, ne? Die anderen sind alles 110er. Da geht er down. Und ihr seht, ich habe jetzt, von der XP her habe ich einmal 22.000 XP gekriegt, dann hier nochmal 30.000 EP. Also da geht schon ganz gut was man an XP bekommt. Ich habe die Vermutung, im Low-Level ist es sogar tendenziell mehr, da kriegt man fast sogar ein halbes Level. Ne? Umso höher man wird, umso mehr braucht man ja auch, wisst, im Low-Level, wenn ihr eine Instanz macht, kriegt ihr 1-2 Level ab. Und sobald es ein bisschen höher ist, so im 60er-Bereich, wird es dann schon weniger. Und hier, ja, war es jetzt fast diese 70.000, wenn wir die Quest jetzt wahrscheinlich noch mit abgeben.
Dann müssten wir das Level kriegen. Ja, und da sind wir Level up. Also, es ist jetzt nicht die Welt, aber dafür, dass man den Boss hier 2-3 Minuten bekämpft, ist es schon ganz gut. So, wie ihr seht, kriegen wir jetzt die Bonus nicht mehr. Das müsst ihr quasi wieder einen Tag warten. Dann könnt ihr euch wieder queuen. Und wenn ihr mehrere Twinks habt, die ihr parallel spielt, so wie das bei mir der Fall ist, um die verbündeten Völker vor dem Addon auf Max zu kriegen, dann rentiert sich das. Zusätzlich kriegt ihr hier noch diese Abzeichen. Und ja, die könnt ihr eintauschen gegen Toys und Pets bei dem Händler, wo ich jetzt dann auch gerade bin. Da hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, was es alles gibt zum Sonnenwendfest. Deswegen werde ich das jetzt mal nur kurz zeigen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo er bei der Horde ist. Ich glaube, der hier. Schauen wir mal. Genau. Und es gibt hier natürlich auch dann Items, die ihr wiederum immer Hafer verkaufen könnt, wenn ihr jetzt sagt, das juckt mich alles nicht. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ihr das ganze Event, das immer mit den Twinks macht, dann könnt ihr euch bestimmt ein Item kaufen, weil jetzt habe ich das eine Mal 38 Marken gekriegt. Ne? Ihr könnt natürlich hier auch noch hergehen und die Dailies machen. Und zwar bringen die relativ gute EP, 15.000 hier. Das ist sogar ein Ticken mehr als eine normale Quest, oder? Wenn ich jetzt mal gucke, ich habe da wenig Relationen, oder? Schauen wir mal. Gut, das ist eine Dings-Quest. Das ist anscheinend auch eine Move-Quest. Warte, wir brauchen eine, wo ich was killen muss. Hier, schau mal, eine normale, ich muss Mobs killen, bringt mir 10k und die Quest hier bringen 15k. Also schon ein Ticken mehr und ihr müsst hier immer nur einfache Sachen machen, wie Flaggen jonglieren. Also, das sind auch dann später Dailies. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann krass EP bringen. Das könnte man vielleicht dann auch täglich mitmachen, um mehr EP zu kriegen als beim normalen Questen. Gut, das soll es mit dem Video gewesen sein. Es ist nichts Großes, aber vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt auch ein verbündetes Volk hochspielt, eine nette Sache. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Euer Chiller. Bis zum nächsten Mal. Ciao.